Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade und die Freude des auferstandenen Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder des auferstandenen Christus, von ganzem Herzen wünschen wir alle Ihnen auf diesem ungewohnten Weg gesegnete und frohe Ostern. Aber darf man das momentan überhaupt? Frohe Ostern wünschen? Zu ernst ist die Lage, auch bei uns hier in Bruchsal. Zu viele Menschen sind durch die Corona-Epidemie bzw. durch die Einschränkungen stark belastet. Und dennoch wagen wir es, von Osterfreude zu sprechen. Jetzt erst recht, möchte man sagen. Auch wenn die vertrauten Gottesdienste und die mit Ostern verbundenen Begegnungen nicht stattfinden, die Botschaft unseres Glaubens gilt unverändert. Christus ist auferstanden, er lebt, er ist bei uns. Er ist bei jedem von uns, auch jetzt. Das Licht der Osterkerze erstrahlt, auch in diesem Jahr. Denn Jesus hat durch seine Auferstehung Leid und Tod besiegt. Für immer. Mögen die Osterkerzen, die heute in unseren Kirchen brennen, daran erinnern. Und möge unsere kurze Andacht Ihnen und euch allen etwas von der Freude und von der Kraft und auch von der Gemeinschaft des Glaubens vermitteln. Um auch in diesem Jahr trotz allem in das Lied einstellen zu können, Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da. Bevor wir das dreifache Halleluja vor dem Osterevangelium singen, wollen wir nun mit den Rufen der Osternacht die Osterkerze aufstellen. Die Rufe dürfen Sie gerne zu Hause auch mit uns wiederholen. Neo gratias. Lumen Christi. Neo gratias. Lumen Christi, Neo gratias. Der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jüngern, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen,
Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesus gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie hatte noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen musste. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder des auferstandenen Christus, kennen Sie die japanische Kintsugi-Technik? Da wird zerbrochenes Porzellan nicht weggeworfen, sondern wieder zusammengefügt. Fehlende Stücke werden eigens ergänzt. Aber das Besondere dabei ist, die Bruchstellen werden mit Gold hervorgehoben, so wie bei unserem Gefäß. Das bedeutet, die Bruchlinien bleiben nicht nur sichtbar, nein, sie machen das Gefäß noch wertvoller als zuvor. Dahinter steht die Haltung, dass es im Leben nicht um Perfektion um jeden Preis geht, sondern auch um Platz für Unvollkommenes. Kintsugi symbolisiert das Scherben von Schuld. Zu Mosaiksteinen bewältigter Krisen werden können. Die Goldlinien sprechen weniger vom Fallen als vom Aufstehen, nicht so sehr vom Scheitern als von der Kraft des Lebens und der Liebe. Etwas Ähnliches, liebe Schwestern und Brüder, begegnet uns auf unserer Osterkerze. Da berührt Thomas die Seitenwunde des auferstandenen Christus. Interessanterweise hat dieses Jahr die Künstlerin aus dem Speyerer Kamel die Seitenwunde anders als sonst dargestellt, als eine mit einer Goldnaht verzierte Narbe, wie bei der Kintsugi-Technik. Das dürfen wir in zwei Richtungen deuten. Zum einen, dass sich Jesus seiner Wunden nicht schämt. Sie müssen nicht verschwinden, sie sind jetzt sein Erkennungszeichen. Sie erinnern nicht nur an seine Qualen, sondern an seine unvorstellbare Liebestat. Und sie symbolisieren die Liebe seines himmlischen Vaters, durch deren Macht Jesus den Tod überwunden hat. Zum anderen stehen die vergoldeten Wunden auch dafür, dass sich Thomas seiner Zweifel und seiner Hilflosigkeit nicht schämen muss. Aus seiner stroffen Forderung wird das Gebet: Mein Herr und mein Gott. Ein Gebet, das an die andere Bitte erinnert: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Spricht diese Bitte nicht jedem von uns aus dem Herzen? Denn darin enthalten ist doch die Bitte, dass sich auch die Bruchstücke unserer Zweifel in wertvolle Mosaiksteine eines lebendigen Glaubens verwandeln mögen. Und die Bitte, dass wir die Narben unseres Lebens nicht mehr verstecken müssen, sondern zu ihnen stehen können, weil wir sie von innen her annehmen und bejahen, wie wir selbst von Jesus angenommen und bejaht sind.
Wo das passiert, liebe Schwestern und Brüder, da geschieht Verwandlung und Verklärung. Da gilt das, was wir nachher im Osterlied singen. Verklärt ist alles Leid der Welt. Liebe virtuelle, reale Ostergemeinde, wir wünschen Ihnen viel Freude beim Singen der Osterlieder, trotz allem. Und wir hoffen und beten, dass wir es bald wieder gemeinsam tun können und dass wir alle die verwandelnde Kraft von Ostern spüren können. In diesem Sinne gesegnete und frohe Ostern. In dieser Haltung wollen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen unseren Glauben bekennen und das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter Gott, du liebst die Menschen. Die Kraft deiner Liebe ist stärker als der Tod und alles Leid. Darum beten wir zu dir voll Vertrauen. Für alle, die in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft wichtige Entscheidungen treffen müssen, erleuchte sie mit deinem Heiligen Geist. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere neu gewählten Pfarrgemeinderäte, dass sie im konstruktiven Miteinander gute Entscheidungen für unsere Seelsorgeeinheit St. Vinzenz treffen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Erstkommunionkinder und ihre Familien, dass sie trotz aller Unsicherheit und Einschränkungen Wege finden, ihren Glauben zu leben und die Freundschaft zu Jesus, deinem Sohn, zu intensivieren. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die an den aktuellen Einschränkungen leiden, die Einsamen, die Ängstlichen und alle, die wirtschaftlich von den Auswirkungen betroffen sind, lass sie deine tröstende Hand spüren. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die krank sind, die schwer an ihrem Schicksal tragen oder das Gefühl haben, unter ihrem Leid zusammenzubrechen, stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie aufrichten, und lass sie im Glauben Kraft und Halt finden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, lass sie teilhaben an deiner Auferstehung und an der Freude des Himmels. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Ewiger Gott, du hast deinen Sohn auferweckt und für uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Das schenkt uns Hoffnung und Zuversicht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du erneuerst dein Volk durch die Feier der Ostergeheimnisse. Wende dich auch uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Liebe und deiner Huld, bis wir dereinst mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch einst das ewige Erbe. Amen. Das gewähre euch der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.